Yo Leute, was geht ab? Onkel Frank wieder back mit einem ganz freshen Video. Perfect. So wie ihr uns schon aus dem Titel erlesen konntet, unser 85x10 Pack und unsere Weekend League Rewards. Ich würde sagen, wir schnacken nicht groß drum rum. Wir gehen einfach direkt straight up mit rein. Und Leute, ich bin auf jeden Fall richtig, richtig heiß. Team 2 sieht auf jeden Fall geisteskrank fresh aus mit Petri unter anderem. Yo, Leute, bevor es mit dem Video tatsächlich wirklich losgeht, checkt auf jeden Fall gerne meinen neuen Partner Spitch ab. Spitch ist offizieller Partner der ersten und zweiten Bundesliga. Und ihr könnt mit der App auf jeden Fall echtes Geld gewinnen. Deswegen checkt es auf jeden Fall gerne ab. Ich würde sagen, wir gehen mal auf ganz entspannt hier auf ein Free-Turnier. Und dann erkläre ich euch ganz kurz, wie der ganze Hase hier läuft. Auf jeden Fall startet ihr auf ganz entspannt mit einer Aufstellung. Ihr könnt jetzt hier 3-4-3 die normale nehmen oder ihr nehmt eben halt hier 4-4-2 oder sonst was, so wie ihr Bock habt. Und ihr müsst eben halt 11 Spieler wählen, davon einen Kapitän und die werden eben halt pro Spieltag wirklich richtig benotet. Ich glaube, wer hat gestern gespielt? HSV hat, glaube ich, 2-0 gewonnen. Sprich, wer ist Keeper von HSV? Wie ist der Typ nochmal? Fernandes oder so. Ja, da haben wir den Tormann von HSV, Daniel Heuer Fernandes. Bereits gespielt steht hier eben halt. Wenn wir auf Daniel Heuer Fernandes nochmal genauer drauf eingehen, sehen wir mit seinen Statistiken und seine Punkte am 22. Spieltag. Und hier sieht man eben halt genau, für gehalten hat er jeweils 200 Punkte bekommen, für Pässe, also richtige Pässe. 63, insgesamt 126 Punkte für Fehlpässe, Minuspunkte. Also so setzt sich eben halt die Punkte zusammen. Und am Ende des Spieltags werden die Spieler bewertet, die ihr immer dann eure Elf hattet. Und wer eben halt die beste Elf gebaut hat und dadurch eben halt die meisten Punkte hatte, der gewinnt eben halt im Preispool das meiste Geld. Meiner Meinung nach auf jeden Fall ein cooles Spiel, Leute. Checkt auf jeden Fall gerne Spitch ab. Erster Link in der Videobeschreibung. Ihr kriegt nochmal einen 5€ Gutschein. Und dann würde ich sagen, wir gehen direkt weiter ins Video. Let's go! Alright, die letzte Partie haben wir auf jeden Fall mit 2-0 gewinnen können. Ja, Leute, seid mir nicht böse. Ich spiele diese Weekend League tatsächlich einfach nicht richtig. Wir haben auf ganz entspannt auf Rang 6 gespielt. Und das werden unsere Rewards eben halt sein. Wir sehen eben halt heute 2 Player Picks, ein seltenes Spieler Pack, ein Jumbo seltenes Spieler Pack, ein Premium Team of the Week Pack, 1000 Qualifikationspunkte. Ich glaube, das reicht nicht mal, ne? Ich muss ein bisschen Rivals spielen. Und nochmal 25.000 Münzen. Nehme ich auf jeden Fall alles mit. Wonderful. Okidoki, Leute, kommen wir zu den Player Picks. Boah, Jungs, ich weiß ehrlich nicht, was man ziehen kann. Ich glaube, Manuel Neuer ist der Beste. Und dann kann eventuell noch, ich weiß nicht wer. Oh, Koulibaly ist in the building. Kalidou Koulibaly. Guter, guter Mann. 82 Tempo, 88 Defending, 86 Physis. Das ist doch mal ein starker Pull. Und dann nehmen wir hier Manuel Neuer noch mit und dann bin ich sehr, sehr korrekt. Aber ja, er hat mal das Bessere belehrt. Milik, Glatzel, Hatate und Ünal. 87 Shooting, was geht hier ab, Digga? Geisteskrank. Wir nehmen, weiß ich nicht, landen die alle in der SBC. Also Milik oder Ünal. Komm, geben wir einfach mal Milik den Zuschlag. Alright, kommen wir dann jetzt zu den Packs, Leute. Premium Team of the Week Pack, 85x10 Pack. Seltenes Spieler-Pack und Jumbo seltenes Spieler-Pack. Ich würde mal sagen, es sind ehrlich entspannte Packs. Dafür schon mal auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben lassen. Und dann öffnen wir das erste Pack mit der Nase. Komm schon. Komm schon, die EA Sports. Gönnt uns auf jeden Fall mal einen ordentlichen Spieler. Lange nichts mehr Gutes gesehen, aber das muss auf jeden Fall deutlich besser werden. Fabian aus dem Pack. Oh, Mann. An dem Pack haben wir auf jeden Fall nochmal einen Discard in Form. Aber ich weiß nicht, ob die alle gestiegen sind tatsächlich, weil man die jemand für diese SBCs braucht. Komm, den packen wir einfach auf den Markt. Ich meine, plus minus null mache ich hier eh nichts. Deswegen ist das eh alles Wumpe. Das seltene Spielerpack war wirklich so lala. Kommen wir jetzt zum Jumbo seltene Spielerpack und hoffen auf jeden Fall, dass wir was Besseres sehen. Komm schon, EA Sports. Kleiner Finger ist oben. Man wird uns loben, ihr wisst, wie der Hase läuft. Und jetzt werden wir EA loben, weil wir uns einen guten Spieler gönnen. Und tatsächlich, Walkout ist am Start. Der denkt, dass er Baseball spielt. Toni Kroos. Alright, nimmt man auf jeden Fall mit. Aber die Frage, die wir uns stellen, ist, wer verbirgt sich da noch hinter? Und zwei Informs auch noch mit am Start. Glatzel, Eckhard Ayensa. Und ja, was machen wir mit denen? Einfach auch auf die Transferliste setzen und dann den Rest alles im Verein und Gondogbia ja doppelt gezogen. Kann weg. Kommen wir jetzt zum El Grande Finale. Premium Team of the Week Pack und 85x10 Pack, Freunde der Sonne. Ich bin so heiß. Ich bin so heiß. Geh aufs Premium Team of the Week Pack immer nicht so, weil wir haben schon Koulibaly in Rot gezogen. Was kann eigentlich Besseres kommen?
Weiß ich nicht. Aber vielleicht ziehen wir Manuel Neuer. Wäre auf jeden Fall nice. Komm, Pack geht auf. Nicht so viel reden. EA Sports macht nicht den Eugene Krabs. Ja, alle Flammen gehen hoch. Und das wird Asensio sein. 85er. Okay, das sieht gar nicht so schlecht aus. Von Dinge wäre der fast spielbar. Aber auch nur fast. Aber Milik ist auch noch dabei und Sensei, ich weiß nicht. Ja, okay, knappe 30k für den Kollegen Asensio ist nice. Milik kostet 15k, 16k und Sensei auch ungefähr in dem Preisraum. Alright, also so knappe 60k gemacht. Ist nicht schlecht, geht auf jeden Fall deutlich schlechter. Alright, Freunde der Sonne, jetzt wirklich das heißeste Pack. 85x10. Ihr wisst, was das bedeutet. Ihr wisst, was das bedeutet. Hoffe ich mal für euch, dass ihr wisst, was das bedeutet. Komm, ich schnack nicht zu viel. Ich würde sagen, wir machen auch daraus ein R3-Pack. So, Pack geht auf jeden Fall jetzt auf. Ich skippe das mal, ist eh egal. Und dann drücke ich jetzt R3. Ich hoffe, dass das funktioniert. Das wäre jetzt so ein Fail, wenn es nicht in der Aufnahme funktioniert. Das wäre wirklich Fail. Bitte EA Sports. Und ich drücke nochmal X und dann nochmal R3. Bitte lass es funktioniert haben. Es hat nicht funktioniert, aber okay. YOLO, das ist unser 85x10 Pack. Wir haben Nunez gezogen. Ich weiß nicht, warum es bei mir nicht funktioniert. Weil der Kollege ist so, ja, 21k wert. Was hat er für Stats? 4 Sterne Skill, 3 Sterne Weakfoot ist nicht so nice. Aber wir haben gut Futter gezogen. Auf jeden Fall wichtig, wichtig für die Neymar SBC. Suarez, Aguero, Müller. Ja, ja. Das Pack geht besser. Ich habe krankere Packs gesehen mit Cristiano Ronaldo und, und. Aber ja, nehmen wir mit. Alle in den Verein. Und somit kommen wir auch schon wieder zum Ende des Videos, Leute. Vielen, vielen lieben Dank für euren Support und dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Ich würde sagen, wir sehen uns ganz entspannt zum nächsten Video oder Livestream. Gang, Gang, du weißt. Und Frederick ist raus.